Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Strategic Command World War II. Wir müssten jetzt schon ja im Winter sein. Ich glaube, Dezember beginnt jetzt, wenn wir unsere Runde starten. Zuletzt haben wir Metz verloren und die große Frage ist, beginnt jetzt eine deutsche Offensive, schon eine Winteroffensive? Wir werden es gleich sehen, weil wir uns natürlich jetzt die Wiederholung, damit erstmal den Gegnerzug vom Hobbygeneral anschauen werden, gemeinsam. Ja, es scheint zu Angriffen zu kommen. Immerhin, unsere Jäger sind jetzt am Start. Ja, wir können zwei Schaden machen, das ist ganz gut. Und er greift dort die Stellung an. Er will's wissen. Nochmal steigen unsere Jäger auf. Diesmal geschwächt schon. Drei Schaden. Keine Schaden an den Bombern. Ein Schaden an der Metz. Das war teuer für ihn. Eieiei, das ist allerdings teuer. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, aber immerhin die Armee nicht vernichtet. Und es hat ihn auch einiges gekostet, das muss man sagen. Nämlich an Flugzeugpower. War nicht ohne. Französische Abfangjäger fliegen. Ja. Die U-Boote greifen direkt die Zerstörer an. Ich weiß nicht, ob das an seiner Stelle, ob ich das an seiner Stelle machen würde. Interessant. Das ist deshalb interessant, weil die Zerstörer die einzigen sind, die sich tatsächlich auch gegen U-Boote wehren können und denen richtig Schaden machen können, während sämtliche andere Kriegsschiffe das nicht können. Insofern sind Zerstörer ja eigentlich die einzige Gefahr für U-Boote. Weiß ich gar nicht, ob es so sinnvoll ist, die dort aufs Spiel zu setzen. Nun gut. Ja, okay. Also, wir haben tatsächlich jetzt erstmals erfolgreich eine Route der Deutschen gestört. Das ist gut. Und wir bekommen einen neuen Zerstörer aus Kanada. Das ist doch auch schön. Werden wir aber später erst ins Spiel bringen. Vorher will ich mich kurz mit der Situation befassen und überlegen, was jetzt zu tun ist. Das Problem ist natürlich, hier droht ein Kessel. Ein Kessel der Maginot-Linie. Und es regnet gleichzeitig. Das heißt, ab jetzt fliegen keine Flugzeuge mehr. Uiuiuiuiuiuiuiui. Und wir können gegen diesen Kessel eigentlich kaum was machen, außer wir verlassen die Maginot-Linie. Ja. Wow. Schwierige Situation. Okay, gut. Also, Denkpause. Okay, ich habe mir die Situation jetzt nochmal genauer angeschaut und es sieht natürlich bedrohlich aus, es ist auch bedrohlich, aber wir müssen jetzt auch nicht irgendwie in Panik geraten. Denn was für uns spricht, ist die Tatsache, dass hier diese Maginot-Linie über Belfort versorgt wird, über diese Eisenbahnlinie, sodass wir erst dann abgeschnitten werden, wenn der Gegner wirklich Belfort genommen hat oder eben diese benachbarten Felder. Das hier. Das heißt, meines Erachtens ist es jetzt viel zu früh, diese extrem gut befestigten Positionen zu verlassen. Das wäre jetzt echt ein Fehler. Und möglicherweise spekuliert der Hobbygeneral auch darauf, dass ich jetzt in Panik gerate. Wir werden hier stehen bleiben und wir werden versuchen, hier unten diese Linie zu halten. Wir müssen uns zurückziehen, das ist klar, weil die natürlich jetzt vernichtet werden. Ansonsten, möglicherweise werden sie es auch so, weil ich sie nicht weit genug zurückziehen kann. Das ist ein weiteres Problem. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, wir werden als allererstes mal
den hier in einen halbautomatischen Modus bringen und ihm sagen, dass er die bitte freistellen soll, die auch freistellen. Dafür nehmen wir die beiden rein. So, ansonsten reicht die Befehlsreichweite nicht. Dass das Flugzeug drin ist, ist okay. Wir rücken jetzt mal definitiv jetzt in Richtung Frontlinie mal weiter. Bis da kommen wir nicht. Wir haben auch Schlamm. Ja, also im Regen bedeutet, wir können nicht, die Flugzeuge können nicht angreifen. Und außerdem ist die Zahl der Aktionspunkte reduziert. So, nachdem wir das getan haben, habe ich jetzt folgende Idee. Wir werden diese 9. Armee, die einzige, die hier oben richtig voll einsatzfähig ist, die werden wir verlegen, und zwar dort unten hin. Es sieht ja so aus, als ob er jetzt, es versucht zumindest, nicht über die Ardennen zu kommen, nicht Belgien und so weiter in den Krieg zu erklären. Also müssen wir unsere Kräfte verlegen. Das kostet natürlich 25, das ist eine teure Sache, aber wir kommen dadurch hier unten hin. Die Frage ist, wo genau wir uns positionieren. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Warte mal, wir müssen ein bisschen nachsinnen. Können wir das nochmal abbrechen? Ja, können wir. Also Epinal wäre natürlich schön, weil das gibt einen Schutz für diese 4. Armee, die sich flüchtet. Und die kann jetzt nur dorthin. Okay, den Zug können wir auf jeden Fall schon mal machen. Die muss dorthin. Okay, so. Den müssen wir weg. Das Korps müssen wir wegbringen. Aber idiotischerweise kann das wirklich nur ein Feld runterrücken. Das ist aber insofern okay. Also es geht darum, dass wir verhindern müssen, dass er einen vorbereiteten Angriff bekommt. Wenn er also sich nicht bewegen muss fürs Angreifen, dann hat er plus 20% Kampfstärke. Das ist jetzt eine sehr wichtige Angelegenheit. Und aus dem Grunde würde ich sagen, tatsächlich, wir bringen die Einheit hier ein runter. Geht ja nicht anders. So. Die gesamte Basis dieser Operation ist die Hoffnung, dass wir hier über diesen Weg hier mit versorgt werden. Das müsste eigentlich auch eine Zugstrecke sein. Also, dass diese Versorgung nicht entscheidend ist für Straßburg. Und ich glaube, es ist auch so. So, diese Sechser, die könnten wir jetzt hier runterbringen oder dort runterbringen sogar. Wenn wir sie hier runterbringen, sichern wir auf jeden Fall diese Armee ab. Aber das würden wir, glaube ich, also wenn wir sie dorthin bringen, es würde, glaube ich, auch reichen, die in Belfort zu stationieren, weil wenn die Armee dort in Epinal jetzt stationiert wird, dann müsste die Kontrollzone ausüben, dass er da nicht durch kann. Ja, das müsste der Fall sein. Damit ist klar, dass wir die jetzt verlegen nach Epinal. So. Und die verlegen wir nach Belfort, wo sie sich dann gleich eingraben kann. Dadurch hoffe ich, ich meine, er kann natürlich mit seinen verdammten Bombern die Armee noch erwischen. Aber das können wir nicht wirklich verhindern. Wir können nur hoffen, dass es Regen ist, wenn er dran ist. Okay. So. Jetzt könnte er hier vordringen, klar. Dann schneidet er das hier ab, aber das ist alles kein Problem für die Versorgung des Ganzen. Das, sein Problem wird sein, wenn er jetzt wirklich hier weiter vordringt, ne? Und wir lassen ihm jetzt hier, wir öffnen jetzt eine Tasche für ihn, muss er aber trotzdem dafür sorgen, dass er hier im Rückraum nicht abgeschnitten wird. Und das ist durchaus gar nicht so ein simples Problem für ihn. Nun gut, jetzt ist unfassbar wichtig, dass wir diese Jagdflugzeuge verstärken, dass die wieder voll einsatzfähig sind. Die sind aber auch, glaube ich, im Modus automatisch. Ja, das ist auch gut. So, und diese taktischen Bomber werden wir vermutlich gar nicht so schnell einsetzen. So, dieses Korps, wie viel haben wir noch? 106. Dies muss auf jeden Fall auch verstärkt werden. Auf 10, das wird noch eine Rolle spielen. Hier können wir leider nicht verstärken, weil wir sie bewegt haben. Das ist das Einzige, was wir im Moment verstärken können. Okay, soweit erstmal dazu. So. Dann haben wir französische Jagdflugzeuge.
die wir eigentlich auch benötigen, dringend benötigen. Deswegen würde ich sagen, geben wir auch, boah, 68 kostet uns das, um auf 9 zu bringen. Ist es das wirklich wert? Können wir uns das erlauben? Oder sollten wir lieber eine Armee verstärken? Ja, das ist, glaube ich, fast noch wichtiger. Wir haben ja unten jetzt erstmal die Briten, weil dann haben wir hier noch eine Armee, die wir das nächste Mal im Notfall hier runterbringen können, die da irgendwie wirken können. Ich glaube, das ist eine sinnvollere Investition. Wir könnten natürlich auch eine britische Armee da runterbringen, aber das ist mir ehrlich gesagt ein Tick zu heikel. Wie gesagt, ich will die Briten auf keinen Fall hier verlieren. Die Franzosen werden wir verlieren, das ist klar. Aber die Briten, das darf nicht passieren. Deswegen werden die Briten die letzte Linie bilden oder halt den Norden sichern, falls er doch den Belgienweg geht. Allerdings sieht es ganz so aus, als ob wir hier uns ein bisschen umdisponieren müssen, was die Briten betrifft. Aber das ist erstmal der nächste Punkt. Okay, ich würde sagen, wir investieren also. Hier kostet uns das erstmal nur 50. Gehen wir mal hier auf 10. Und ja, hier dann auf 6. Okay, dann haben wir mit den Franzosen erstmal alles ausgegeben. Hoffen wir nur, dass die Italiener nicht so schnell in diesen Krieg kommen, weil wir stehen hier unten ziemlich blöde da. So. Hier können wir nichts weiter machen. Sollten wir den Bomber ein bisschen zurückziehen? Ich meine, der wird eh im Moment nicht eingesetzt. Aber der kommt jetzt da auch nicht hin eigentlich. Wir haben die Kontrollzone hier. Sollte eigentlich keine Gefahr sein. Wir bringen ihn mal ein bisschen nach hinten. Da müsste er sicher sein. So, und dann könnten wir hier Lord Gordon noch auf 10 bringen. Das zahlen ja die Briten aus ihrem Portemonnaie. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sein muss. So, und dann machen wir jetzt ein bisschen Verschiebebahnhof. Geht nicht anders. Euch müssen wir sagen, bitte am Boden bleiben, weil ihr zu schwach seid. Die wollen wir nicht opfern. Und ja, die bringen wir dann mal hier hin und die ziehen wir ein bisschen südlich. Teilen wir uns erstmal so. Müssen wir mal gucken. Also, das ist hier noch nicht der letzte Stand der Dinge. Okay, alle anderen bleiben hier. Wichtig ist, halt, nee, wisst ihr was? Hier noch eine ganz wichtige Bewegung. Wir müssen die zweite Armee hier zum Fluss bringen, zur Mosel bringen, weil das bedroht dann seine Linie. Das ist jetzt entscheidend. Bedroht natürlich auch uns, aber klar, wenn er dort angreift, kann er im Süden nicht angreifen. 2-1, das werden wir nicht machen. So, das ist für ihn eine gewisse Bedrohung. Diese Position und da wird er sich jetzt dreimal überlegen, ob er jetzt vormarschiert. So halten wir jetzt erstmal die Linie mit den Franzosen. So, jetzt ist die Frage, wie verschieben wir uns hier noch? Monaco geben wir auf im Falle eines Falles oder wie ist hier der Supply? Da geht er auch auf 8. Ich meinte, der Vorteil, warte mal, der Vorteil von Monaco ist, dass dort noch ein Fluss ist, ne? Das ist eine zusätzliche Verteidigung. Ansonsten, was ist da noch für ein Gelände? Dort haben wir noch Hügel. Während wir in Nizza. Sehe ich gar nicht. Was ist Nizza? Scheint nicht zu sein. Na, nichts gibt es ja nicht. Land. Hügel. Okay. Monaco ist dann doch der bessere, deutlich bessere Ort. Das Blöde ist, er sieht das, was wir dort haben. Aber ich gehe dann doch dort rein, würde ich sagen. Verteidigen lieber dort. Also die Verteidigungsposition ist mit Abstand besser. Dann gehen wir hier rein und den behalten wir hier irgendwie auf Linie. Und die Garnison bleibt in Toulon, ja. Und ihr geht zurück in. Nein. So. Zurück in den Hafen. Alles klar. Soweit diese französischen Einheiten. Jetzt kommen wir weiter zu den Briten. Haben wir noch 85 Punkte, was auch nicht so dolle ist. Aber hier sind wir jetzt erstmal damit befasst, uns mit den U-Booten zu beschäftigen, die uns angegriffen haben halt. Und wir haben einen neuen Zerstörer aus Kanada, den wir in Einsatz bringen können. Allerdings nur hier. So, wir werden jetzt hier so ein bisschen auf die Suche gehen. Ich weiß nicht, wie gut das klappt. Hier sehen wir nichts. Ein bisschen weiter abseits gehen.
viele Punkte haben wir nicht mehr. Okay, alles klar. Das hat also nicht viel ergeben. So, was haben wir noch? Wir haben da noch einen Zerstörer. Der, wurde der angegriffen? Ich glaube, der wurde nicht angegriffen, ne? Oder doch, einer von denen wurde angegriffen. Ne, der wurde angegriffen. Na okay, da kann das U-Boot auch in der Richtung gewesen sein. Na gut, dafür kommt dann der andere Zerstörer. Der wurde nicht angegriffen, aber das hier. Das heißt, hier gehen wir noch mal ein bisschen in die Umkreissuche. Wir gehen erstmal zur Linie hier. Okay, hier haben wir nichts. Da haben wir Feindkontakt, alles klar. So, das Blöde ist, wir können leider von unseren Flugzeugträgern jetzt keine Flugzeuge starten, weil es auch hier regnet. Der Angriff 0-0 bringt nichts. Ich mache ihn trotzdem. Okay. Wir haben noch unseren polnischen Zerstörer, den bringen wir jetzt auch ran. Alter. Jawohl! Jawohl! Gut, das hängt alles jetzt mit dem Regen zusammen, dass das nicht besonders erfolgreich ist. Ich teste nochmal, ob das wirklich stimmt mit dem Regen. Ja, wir können keine Flugzeuge starten. Gut, dann lassen wir das hier so, wie es ist. Aber wir haben ja noch einen Zerstörer, den wir dann von hier noch anbringen können. Und auch hier feuern wir. Okay, das war kein Erfolg. Jetzt ist die Frage, den könnten wir auch noch ein bisschen wegbringen. Ich weiß gar nicht, ob man die U-Boote einklemmen kann. Ich glaube, das macht denen gar nichts. So. Das Schlachtschiff werden wir nicht alleine hier losschicken. Aber wir gucken nochmal, ob wir hier was finden. Das sind nur mutmaßliche Positionen, die ihr da gesehen habt. Ne? Das sagt gar nichts aus. Okay, hier ist nichts. So. Dann bringen wir mal das französische Schlachtschiff hier so ein bisschen in die Obhut unserer großen Flotte. Und allgemein frage ich mich, ob wir diese große Flotte nicht verschieben sollten. Wobei er weiß im Moment nicht, wo wir uns befinden, glaube ich. Dann lassen wir sie da stehen, würde ich sagen. So, das U-Boot, da ist die Position ihm bekannt. Das verschieben wir ein bisschen. Aber etwas vom Land weg. So. Bleiben dort und stören diese Verbindung. Okay, die Schiffe bleiben hier unten. Zur Sicherheit, falls er irgendwie was... Ich meine, unser Home Fleet ist ziemlich beschäftigt jetzt im Atlantik, ne? Wenn er jetzt irgendwas Fieses plant mit der deutschen Hochseeflotte, dann haben wir ein kleines Problemchen. Aber es wird schon gut gehen. Wir müssen sie ja irgendwie einsetzen. So, die taktischen britischen Bomber, wisst ihr was? Die können hier noch interessant werden. Die bringen wir mal nach Chalon. Oder hier hinter. Die können vielleicht hier nochmal helfen. Hier und da. So, dann haben wir die Briten dort bewegt. Wir gehen mal hier zurück. Ich wollte mich, glaube ich, hier auf El Alamein zurückziehen. Das machen wir dann auch. So. Hier werden wir erstmal noch nicht upgraden. Die können erstmal so stehen, wie sie stehen bleiben. Und die Schlachtschiffe ziehen wir auch zurück. Okay. Alles klar. Ob ich die hier lasse, bin ich mir immer noch nicht im Klaren darüber. Wahrscheinlich wäre es eigentlich, also wenn Italien in den Krieg eintritt oder kurz bevor, wäre es ganz klug, unsere Flotte hier irgendwo zu positionieren, sodass er sie nicht sehen kann, aber sie jederzeit hier eingreifen kann. Das müsste man wahrscheinlich so machen, aber der Moment ist meines Erachtens noch nicht gekommen. Gut, britische Bewegungen haben wir nicht mehr. Können wir mit den 85 irgendwie noch was Sinnvolles tun? Sollten wir was Sinnvolles tun? Das haben wir, das Upgrade haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht. Ich würde sagen, das sparen wir dann auf für die nächste Runde. Machen jetzt erstmal nichts weiter. Mit den Amerikanern können wir auch nichts machen, mit den Russen auch nichts kaufen, aber hier können wir bewegen und Dinge starten und ein bisschen planen. Also hier war jetzt der Plan, dass wir
Verteidigungsanlagen bauen. Und zwar, jetzt, da muss man nämlich genau definieren, wo sie stehen sollen. Und zwar hier, da und da. Und dann machen wir hier weiter. Hier, da und da. Okay, also Modus befestigen. Genau, und jetzt müssen wir das hier so erstmal drei Seiten und dann runterdrehen. Das dauert 60 Tage. Wow, ganz schön lange, ne? Aber es muss gemacht werden. Wir brauchen auch nur diese zwei, beziehungsweise wir könnten hier hinten dann noch was machen. Oder da noch eine, das geht dann aber dann schneller. So, dann müssen wir hier überlegen, was wir eigentlich an der Front haben wollen. Die Garnison geht zurück nach Brest-Litovsk. Diese Armee will ich nicht in Minsk stationieren, da kann ein Korps stehen. Die ziehen wir hier auf die Verteidigungslinie ab, aber Minsk wird durch ein Korps gehalten. Ja, dieses Korps kann vielleicht vorgelagert stehen. Als erste Verteidigung in Orsha, bin mir noch nicht ganz sicher. Hier haben wir ein Korps in Vitebsk. Da müssen wir sehen, wie viel wir nachher zur Verfügung haben. Diese genaue Positionierung ist jetzt noch nicht wichtig. So, dann haben wir hier eine Armee. Ja, da bin ich mir auch noch nicht im Klaren darüber, wie weit im Vorfeld von Leningrad wir eigentlich verteidigen wollen, mit welchen Mitteln. Ich würde sagen, wir ziehen diese Armee noch zurück. Ja. Wir konzentrieren uns wirklich hier auf die Verteidigung von Smolensk. Das ist der Weg nach Moskau. Das müssen wir verteidigen. Und wenn überhaupt, könnte man später Narva vielleicht verteidigen. Pleskau ist kein schlechter Ort, weil auch dort ist ein Fluss. Aber ansonsten kann man es leicht umgehen. Man müsste auch hier Befestigungen bauen. Weiß ich nicht. Die Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Das kann man alles später noch machen. Okay. Hier bewegen wir die Armee weiter. Hier wird Kiew unsere erste Linie sein. Die Garnison kann da bleiben. Hier haben wir verschiedene Korps. Ja. Oh Gott, die Armee kommt gar nicht zu Rande. Ich würde sagen, hier nehmen wir mal einen Gewaltmarsch in Kauf. Wird sich schon wieder erholen. Damit wir in Richtung Kiew kommen. Und hier hinten irgendwo war da auch noch eine Armee. Oh Gott. Ja, ich bin zu geizig, um die Produktionspunkte auszugeben, um die zu verlegen. Weil es ja auch noch ein bisschen dauert, ehe die Sowjetunion im Krieg ist. Da will ich nicht unnötig Verlegungsausgaben haben, die möglicherweise nicht sinnvoll sind. Gut, den Rest lassen wir so. Dann haben wir alles erledigt. Jawohl, Forschung ist nicht möglich. Produktion wollen wir jetzt nicht. Marine ist bewegt. Die Checkliste im Kopf so ein bisschen abarbeiten. Wahrscheinlich sollte ich mir eine Checkliste auf Papier machen als nächstes. Und dann gehen wir mal den Zug ab. Frankreich erhöht den Grad der industriellen Mobilisierung. Sehr gut. Gibt uns das nächste Mal mehr Produktionspunkte. Ah, Kanada wird, also der Konvoi wird angegriffen. Da muss irgendwo ein U-Boot liegen. Und die UdSSR marschiert in Finnland ein. Das sorgt für Ärger im Westen. Das reduziert hier weiter die Prozente, was blöd ist, aber ist halt so. Artilleriewaffen 25, 43. Produktions... das ist gut. 32, 52, da gab es einen Schub. Das sind immer die besonderen Schübe, die man bekommt. Ansonsten gibt es immer plus 5% im Schnitt etwa. 3 bis 7, glaube ich. Okay, es ist nicht allzu viel, was er diesmal abfängt. 12 Produktionspunkte. Naja, 267, 127, 67 und 13 nur für die UdSSR. Okay, wow. Die Maßnahmen, die wir da, also diese ganze Pro-Hitler-Appeasement-Politik, eine Hinhaltepolitik, wie auch immer das man bezeichnen mag, führt einfach dazu, dass die UdSSR nicht kriegsbereit ist im Moment, sodass wir da auch nicht viel machen können. Und das wär's dann. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde bzw. Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.